Komm, Junge. Ja! Willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute wieder an der Ruhr-Uni hier in Bochum. Jetzt bin ich blind auf rechts, aber ihr könnt jetzt noch mehr sehen, und zwar den ganzen Spot. Und ich sehe auch links, rechts, meine Wirke nichts mehr. Guckt euch das mal genauer an, mein rechtes Auge jetzt, einer. Ins offene Auge rein, das gäbe. Alter Bär. Das war ins offene Auge so rein. Das Intro war dann doch ein bisschen wilder als geplant eigentlich. Aber wir finden uns hier wirklich an einem sehr interessanten Spot in Bochum an der Ruhr-Universität. Hier wollen wir jetzt ein paar Lines auf den Spot legen. Aber erstmal eine kleine Spot-Vorstellung, weil das ist schon wirklich hier ein exorbitantes Gemäuer. Rein nach. So, das ist der Spot und jetzt ist der Plan, hier ein paar Lines zu ballern. Wir haben noch nie hier richtig trainiert, das ist das erste Mal heute, also eine Premiere, rein da. Geil, Alter. Alter, dein Rücken ist komplett offen. Du bist fett am Bluten. Ja, ja, das merke ich auch jedes Mal aufs Neue bei der Rolle. Das ist halt. Boah! Oh. Alter, Latte, ich bin Schlittschuh gefahren nach dem Gainer, vor dem Gainer. Boah! Boah. Ja! Geil, Alter. Der hat noch mal extra geschraubt vorhin. Junge. Alter. War richtig geil. Boah, geil. Bruder. Hepatitis Prä, Bruder. Nächste Spot. Das ist echt ein Erlebnis, also. Ja. Ich hab dich so umgedreht. Junge, du bist auf mich zugerast. Ich hatte Todesangst. Also das war wirklich ohne jegliche Gnade dann auch rein in den Holger. Das war sportlich. Also. Ach so, wir gehen jetzt übrigens zu einem Sandhaufen weiter. So, die Location ist gewechselt, und zwar sind wir an der gleichen Location wie in einer der letzten Videos. Kurzer Einspieler. So, die Sandhaufenlage hat sich drastisch geändert, und zwar zum Besseren. Und zwar sind die Haufen jetzt noch weicher, noch höher, noch geiler. Das heißt, heute springen wir nicht nur von der Ecke da, sondern Dwayne klettert gerade schon nach oben, um den richtig hohen Jump zu preppen. Zeigen wir euch gleich nochmal ausführlich. Wir haben auch ein Maßband dabei. Das könnte der Zehner sein. Sandhaufensprünge gab es ja auch schon lange nicht mehr. Aber lass uns aufhören zu quatschen. Dwayne schmeißt sich, glaube ich, jetzt mit einem Prep rein. Knietief, Alter. Alter, wenn ich hier so einsinke, entweder breche ich mir was, weil ich so einsinke, oder das passiert 0,0. Also ich bin echt motiviert eigentlich da unten. Lange her. Jo. Ich bin so ewig nicht mehr von hoch in den Sand gesprungen, aber eigentlich müsste das klar gehen. Ich meine, was soll denn passieren? Mhm. Schlimmsten Fall passiert halt was. Und wenn das der Fall ist, dann ist das halt so. Ja. Nochmal preppen, oder? Ja, ich würde gerne einmal von dem Roten eigentlich schon springen. Mhm. Ja, stimmt. Ich spring von dem Roten einmal. Ja, ich kletter mit dir hoch. Oh. Also hier drauf zu kommen, ne? Das grenzt wirklich an Unmöglichkeit. Das ist Mission Impossible hoch 10. Ich muss. Ja. Fuck, das ist eine runde Kante. Oh, nee. Spring doch von da einfach.
Wir sind hier auch auf einer relativ guten Höhe, ey. Ist nicht ohne hier nach hinten. Digga, ich muss hier drauf. Ich kann von hier nicht rausspringen, weil hier sind überall die Schrauben. Mach doch von hier eine tiefer. Digga, dann springe ich wieder rückwärts. Ach so. Ich muss von außen da drauf. Ich muss die Runde hochgehen. Ah, okay. Macht keinen Sinn, sich jetzt hierbei zu verletzen. Lieber beim Sprung dann. Ja. Wenn ihr das verstehen solltet. Das ist wirklich sehr, sehr hoch. Vor allem, wenn man im Hinterkopf hält, dass die letzten Sandhaufen, die wir gemacht haben, eine Ewigkeit her sind. Ne? Ja. Ist halt wirklich schon Zeit vergangen seitdem. Rein technisch hat das ja nichts mit Technik zu tun. Der Sandhaufen ist ja scheiße weich. Es ist ja wirklich eigentlich nur reinspringen und hört sich doof an, aber eigentlich hoffen. Ja, weil ja. So tief wie ich da einsinke, hat das nichts mit Landetechnik oder irgendwas zu tun. Das ist wirklich nur hoffen, dass da nichts passiert. Einfach auf Seite. Ja, so wie... Einfach rein. Ja, ja. Also da ist leicht auf Seite halt. Ja, das Main-Problem gerade für mich ist ganz ehrlich das hier. Es ist halt wirklich eine abgefuckte Kante zum draufstellen, wenn du bedenkst, dass das jetzt wirklich hoch und der Haufen nicht direkt hier ist. Also abrutschen wäre absolut Todesurteil. Ja gut, aber darauf wirst du ja schon stehen. Du kannst ja einen Fuß hier, ja, einen da. Ja, hatten wir ja schon mal das Szenario und können wir mal kurz einspielen. Wahnsinn, also jetzt wo ich den auch wieder gesehen habe, ist das schon ein Grund, das eigentlich zu machen. Das geht ja. Ich sag mal so, also das ist schon hoch, sagen wir mal so. Aber die Sandhaufen sind schon solide und Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn, ist das. Und einen absoluten Gasmännermaul dabei, also eigentlich kann nichts schief gehen. Digga, ich brauch gleich deinen Kopf, ne? Ja, ja, safe. Also ich muss mich an deinen Kopf festhalten. Ich überlege, nach hier zu springen ist schön. Geiler wäre es natürlich nach vorne durchzuspringen. Also wirklich versuchen, im zweiten so weit wie möglich rein. Das wäre einfach besser aus und dann hätte ich auch eine geilere Airform. Und ich glaube, dass der Impact auch besser ist, wenn er nach vorne geht. Windstärke passt, Temperatur passt, alle geil. Ja, komm, also, was soll der Geiz? Wir stellen die Kamera noch immer von Seite auf und dann geht sowas von rein in eine absolute Madness. Seit langem ein riesiger Sandhaufen-Schlappensprung. Im Bestfall ist es wirklich ein ganz geringer Impact auf den Körper, weil man die ganze Weiche von dem Sandhaufen nutzt. Aber wenn man das natürlich nicht macht und leicht die beste Stelle verfehlt, dann könnte es natürlich schon ordentlicher Impact geben. Das Gap ist schon wirklich solide hier über die ganze Kacke in den zweiten. Aber absolut geil, Alter. Müsste passen. Ja. Also, ich meine, was soll passieren? Ich bin doch versichert. Also Dwayne wird sie jetzt hier oben drauf stellen, darf sie an meinem Kopf festhalten, weil das schon ein bisschen sketchy in der Höhe ist. Und ja, dann sehen wir ihn jetzt gleich reinjagen. Weil ich habe Angst beim Absprung dann wegzurutschen. Okay. Okay. Flattert. Ja! Schlappen ist back at it like a fucking crack addict! Digga, ich hatte so panische Angst, ne? Alter! Nicht, also wirklich, als ich oben stand, war die ganze Zeit nicht mal der Sprung im Kopf, sondern nur der Absprung, dass ich da so wegslip und auf den Bauch nach unten fliege. Und als ich dann abgesprungen bin, dann ist mir aufgefallen, dass das doch die Scheiße war. Du bist der Beste, ey! Danke! Darf ich dich eine Sache fragen? Hä? Was hast du gedacht, wo du runterliegst? Ich hab, als ich unterwegs war, echt gedacht, das wird knapp, aber ist ja gut gegangen. Hab nur mies eine Kochschelle ins Gesicht bekommen von dem Sandberg, Alter. Aber ich glaube, hier ist eine Zeitlupe wirklich mal angebracht. Alter, von hier sieht das so abgefuckt hoch aus, ne? Komplett geisteskranker Jump. Das Schöne ist, wir haben Maßband dabei. Gehen das Ganze jetzt auch einmal abmessen. Das ist ja einfach nur herrlich, weil das hat sich ja angebahnt hier, das Ding. Ich mach's ein bisschen gemütlich, genug gearbeitet für heute. Also du kannst es dir auch gut gehen lassen, Jung. Lass dir die Hand. Wahnsinn war das. Einfach nur geil. Geisteskrank. Das ist so insane hoch. Ich bin richtig gespannt, was das Maßband uns zu sagen hat. So, ich laufe gerade zum Absprung. Maßband ist am Mann. Und ich muss schon sagen, anhand der Anzahl an Treppenstufen, die ich hochgehen musste, kann man schon sagen, dass es verdammt hoch ist. Was es in Zahlen heißt, seht ihr gleich. Digga, bist du geisteskrank? Alter, ist das hoch. Junge, und weit! Was? Da hinten, Junge, ist der gelandet. Okay. Ich schmeiß das einfach runter, oder wie funktioniert das jetzt? Okay. Also hier sind wir bei 9,20 Meter. Das ist geil. Dann noch mit diesem fetten Gap. Ja, ehrlich. Also mit dem Gap sind wir locker bei 11 Metern.
Wenn nicht sogar mehr. Junge, insane. Ihr habt den Sprung zwar eben schon gemacht, aber den macht er direkt noch ein zweites Mal. Hi. Sag mal, dass das zum nächsten Spot ist. Jo, wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Wo der ist, kann ich halt leider noch nicht sagen, aber ich wische euch mal weg. Also was ich euch nicht erzählt habe und was man auf der Kamera hier leider auch nicht sieht, ich war kurzerhand im Kino drin und da hat sie mich hochgang rausgeworfen. Bitte? Was? Ja, ich bin wieder weg. Danke. War ich nicht gewünscht da drin. Ja, war ein Wahnsinn. Bermuda-Dreieck, Bochum, herrlich. Ja, und damit geht es wirklich auf den 14er Krai rüber. So, die A40 hat uns schön nach Krai geführt, da wo unser geliebter Parcourspark nämlich sitzt. Der Tag ist schon weit vorangeschritten. Das heißt, für uns heißt es jetzt nochmal Energie aufladen. Und zwar machen wir das mit Holy Energy, obergeiler Energy Drink. Und das Geilste sind die Trial Packs, denn hier sind alle Sorten drin, die Holy so im Repertoire hat. Das heißt, wenn ihr mal ein Holy probieren wollt, einfach das Trial Pack kaufen und mit schlappen 5 spart ihr 5 Euro auch noch. Oh yeah, Daddy. Aber jetzt haltet euch fest. Wenn ihr die Trial Packs schon mal probiert habt, dann ist es für euch jetzt an der Zeit, den Peach Panther zu probieren. Neue Sorte mit Pfirsich und Aprikose, absoluter Banger von Geschmack. Ja. Das Geilste an Holy Energy sowieso, kein Zucker, kein Taurin. Also die ganze Scheiße, die sonst in Energy Drinks ist, die ist hier nicht vorhanden. Zudem ist es auch verdammt günstig. Ja. Die Männers bereiten gerade eine absolute Madness vor. Ich drücke mal ein Holy in der Hand und dann schauen wir mal, was das Holy so anrichtet. Junge, da hat der so Bock gemacht. Das Ziel sollte aber schon sein, das Ding kaputt zu kriegen, oder? Trink nochmal einen Sieb und dann kriegst du das vielleicht kaputt. Jetzt fühle ich's. Ja, Junge! Ich glaube, jetzt jagt sich Dwayne auch rein. Mal schauen, was dieses wundersame Gesoff mit mir anstellt. Schmeckt tatsächlich ganz schön geil. Und ein Bounceback gekriegt. Aber gleiches Szenario wie bei Jasbeck. Das Ding muss kaputt gehen. Das kannst du vergessen. Da müssen wir uns was anderes für einfallen lassen. Ah, ich habe eine Idee. Lass mal beide gleichzeitig da reinjagen. Ich glaube, wir knallen so gegeneinander. Das war wirklich insane, Alter. Stiftung Warentest sehr gut. Rein in Versuch 3. Boah, alter Latz! Junge, alter Bär. Das Ding hat mir die Nase so hochgezogen. Oh, scheiße. Aber ist kaputt gegangen. Das sind zu 100% dein Genick bricht. Digga, das ging auch echt im Nacken rein, ey. Und damit geht's rein in die abendliche Session an einem Sonntagabend. Also so wie ich das gehört. Während ihr das Video, das neue guckt, schmeißen wir uns noch in einen schönen Edit rein. Session meine ich. Alter, ich bin Karussell gefahren beim Film, ne? Alles gut, Digga? Okay. Wo ist? Oh, das tut doch weh, ey. Was war das? Über unser Gespräch über Perfektion nachdenken.
Ich war so in Gedanken. Ich bin losgelaufen und war mit meinem Kopf ganz woanders. Und dann war ich hier oben und sollte einen Sideflip machen. Dann habe ich nicht mehr gemacht. Ja, das war der geilste Fail, den ich je live gesehen habe. Also das ist geiler als jede Solo-Edit. Ehrlich. Das war wirklich eine 10 von 10 an Fail. Aber alles gut soweit, oder? Das ist schon hart aufgekommen. Auf was? Was tut eigentlich weh? Ding uns auf Hüfte geknackt. Hüfte? Du, 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 du. Ey, was soll das denn? Ich hoffe, das hilft. Ja, also, das ist einfach nur geil hier gerade. Skala so erst 1 bis 10 an Schmerzen. Ach, geht noch. So langsam geht's wieder, aber so punktuell war mal so eine 7 auf einer 5. Das legt sich aber. Ist aber auch Dwayne's Empfinden. Das heißt, eine 5 ist bei anderen eine 12. Jetzt machen wir die normal oder nicht? Das sagst du jetzt. Gib mir noch ein paar Minuten, dann gucken wir mal. Und damit geht's rein in den neuen Versuch. So, nach dem Fail hören wir jetzt lieber auf. Also, wenn ich das weitermache, geht's nach hinten los. Mir ist ein bisschen schwummrig im Kopf, das ist nicht die beste Idee. Ja, Tag war trotzdem insane geil. Wir haben geil trainiert, uns geil wehgetan und Dwayne hat einen insane Flip, Flip sag ich schon. Sprung gemacht in den Sandhaufen rein. Und geilen Fail hat auch abgeliefert. Also, das Ding ist einfach eine Allround-Maschine, Wahnsinn. Wenn ihr den Content feiert, könnt ihr gerne ein Like da lassen, gerne was in die Kommentare hämmern und abonnieren wäre der absolute Wahnsinn. Wenn ihr dann noch die Glocke einmal läuten lasst, ja, dann läutet das Ding auch und zwar. Ah, du Hund! Outro! Ah, Outro! Oh, ich glaube, meine Eiche blutet. Ich muss heute leider aussetzen. Ich habe mich im letzten Vlog aus dem Maul gelegt. Jamaika. Nein, nicht das Land. Da wurde ich dreimal fast abgezogen. Darfst du kiffen? Also, ich finde Jamaika geil. Fahr mal kurz hier. Einfach meinen saftigen Cock! Oh, mal kurz hier. Die Männers, was die dazu so sagen. Männers, was sagt er? Amigo, Respekt. Hey, Respekt. Mein Name ist Lukas. Ich komme aus Bochum. Diese drei Leute sind die besten Jungs. Auf jeden Fall. Klicken an. Auf jeden Fall. Okay? Attackieren. Attackieren. Das hat gebrannt, das war ja super. Ey, ihr wollt das umschmeißen. Und dann